Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir das geweihte Land zum zweiten Mal abgeschlossen und wir sollten jetzt Rufen auf Maximum bekommen. Yeah! Und wir bekommen einfach nichts. Gut. Es kann nicht mal aufgelevelt werden, sehr gut. So, müsste jetzt eigentlich Maximum sein, weil höher als 9 kann die Leiste nicht gehen. Ne? So, wir verschwinden jetzt hier. Normalerweise mache ich das immer in Hello Town, Hollow Bastion. Aber da können wir jetzt nicht hin, ohne die Story voranzutreiben. Und genau das machen wir jetzt in diesem Part. Weiter dann abgeschlossen haben, habe ich schon gesagt. Ne? Gut, wir haben jetzt, weil nicht so mehrere Wege, die wir eigentlich machen können. Wir könnten jetzt eigentlich nach Twilight Town, wir könnten nach ich wollte schon wieder Halloween Town sagen, nach Hollow Bastion, wir könnten nach Atlantica gehen, wir könnten Pooh's Bilderbuch abschließen. Yay. Und ja. Ich entscheide mich erstmal hier nach Hollow Bastion zu gehen, weil ich nicht weiß, ob wir schon alle Sachen haben, um Atlantica abzuschließen, aber ich meine eigentlich ja. Ja, machen wir erstmal hier weiter in Hollow Bastion. Oh. Bisschen gelevelt habe ich auch, also ein Level, glaube ich. Ich bin mit Sora kurz vom Level ab. Donald und Goofy hatten ein Level ab. Ich glaube, Donald hat irgendwie Magiekraft oder so dazu bekommen. Goofy hat AP. Und ja, nichts Wichtiges. Aber ich wollte, dass Soras Level ab hier noch aufgenommen wird. Wait a sec. I thought everything was supposed to be under control here. Ja, das ist das Verteidigungssystem. Ja. Wir sind hier schon wieder los, wenn wir mal weg sind, ey. Wir können keine Welt allein lassen, oder irgendwas passiert, ne? So. Marktplatz. Ich habe jetzt Matrixplatz gelesen. Ich habe es heute irgendwie mitlesen, ne? So, erstmal hier gucken. Haben wir was Neues? Kaufen, nö. Warte mal. Ne, aber. Hammer, okay, gut. Okay. Waffen. Das sind keine Waffen. Hier sind Waffen. Oh, ich liebe es immer, hier hinzugehen. Hi, Cloud, na? Was immer diese Welt wird. Mein Gott. Oh, er trifft schon eher so den Charakter von Final Fantasy 7. Da war ja auch sehr. Weiß ich nicht. Das interessiert, was mit der Welt passiert. Also das ist schon korrekt so wiedergegeben. Ja, Freudenstein. Nicht irgendwas herstellen. Nö. Ich irgendwann mal gezielt hier Sachen suchen anscheinend. Ja, warte mal. Hi. Hallo. Ja, irgendwas fangen wir. Ich werde verrückt, das ist es. Ich habe endlich mein Meersalzeis wieder. Hey, können wir es mal probieren? Aber natürlich nicht. Du hast das doch schon mal probiert, Donald. Oh, das schmeckt gut. Wir haben jetzt auch eins. Oh. So salzig und dennoch süß. Na, ist doch einzigartig, oder? Als ich noch ein Junge war, waren alle Kinder ganz verrückt danach. Steht jetzt irgendwie was mit dieser komischen, weil nicht. Mini Storyline auf sich hat, aber okay. Gut. Weiter geht's. Jetzt können wir kämpfen ohne uns auf Form und rufen, also was zu konzentrieren. Jetzt können wir einfach nur alles platt machen. Hi. Ich sollte eigentlich jetzt nach dem Kampf ein Level abkommen, ne? Ich habe glaube ich nur 200, 300 Erfahrungspunkte übrig. Da kommen wir her, na? Luftkombo Boost, auch sehr gut. Sag mal ausrüsten gleich. So, was machen überhaupt die Viecher aus Tronswelt hier? Hm. Wird hier niemand fragen. Hi. Herein. Einen Augenblick mal. Was ist denn hier passiert? So, und dieser Herz ist nicht aus wie die aus Tronsfeld. Ja, Goofy ist gerade fast, ne? Na los, komm erstmal rein. Warum hockt ihr eigentlich da drin? Ihr seid alles Final Fantasy Charakter. Ihr seid verdammte Krieger. Müsst ihr doch mit so ein paar Herzlosen hier zurechtkommen, hallo?
ihr nur alle mal die Welt gerettet. Beeil dich, Zit. Nicht so drängeln. Wie lange noch Beilung? Du. Was ist denn hier los? Ah, das ist nicht mal gutes Timing. Der MCP verursacht ein totales Chaos innerhalb des Computers. Nicht schon wieder. Was uns jedenfalls Leon berichtet. Ja, ach ne, jetzt kommt eine Cutscene, ne? Ja, ich erinnere mich. He went on over to Ansem's study to find out what all the ruckus was about. Was? Turns out the MCP is using the data in that computer to crank out Heartless. Er macht einfach kopieren und einfügen. Immer und immer wieder. Ist darunter nicht dieser Raum, wo dieses Organisationsmitglied hingegangen ist? Ist übrigens Spoiler. Von diesem Raum sehen wir nie wieder was. In den nächsten Spielen. Und hoffentlich kommt da irgendwas in Kingdom Hearts 3. Die Kammer des... Wie hat der eine hat genannt... Kammer des Erwachens oder Kammer des Schlafens? Schlafens, ne? Ignorant users obey the MCP. Und da ist die deutsche Übersetzung. That MCP sure doesn't know when to quit, does it? Okay. Also nach Trons Welt, ne? Computerprogramme sind eben stur. Wie geht's Tron? Wir können ihn nicht erreichen. Es ist wahrscheinlich auf das Spielraster verfacht worden. Es handelt sich dabei wohl nicht gerade um ein besonders spaßiges Spiel. Oh je. Wir werden zu ihm gehen und nach ihm sehen. Danke, Junge. Wir basteln an ein MCP-Löschprogramm. Mein Gefühl sagt mir, es ist fast fertig. Dann hoffe ich, dass sich dein Gefühl ausnahmsweise mal nicht trügt. Also wir werden Trons Hilfe benötigen, wenn dieses Löschprogramm fertiggestellt ist und Zit will sowas von Merlin verprügeln. Keine Sorge, wir werden Tron Bescheid geben. Denkt dran, Jungs, wir zählen auf euch. Alles klar. Sobald ich jetzt hier so einen Fuß raustrete aus dem Haus, sehe ich nur, wie Zit irgendwie... Weil den hier so im Schwitzkasten hat. Okay, ich habe Luftkombo-Boost bekommen, den möchte ich gerne haben. Natürlich nicht nur am Boden, sondern jetzt auch in der Luft voll Möhre viel abziehen. Möhre viel abziehen. Mhm. Den Schaden, Bodenkombo, Luftkombo, ja. Okay, ich brauche drei. Ich hab nix. Wie ich habe keine. Ich habe keine Abilitamine. Wer ist denn hier los? Drive Boost. Brauchen wir im Moment nicht, weil wir werden uns nicht verwandeln. Das werde ich voraussagen. Wir könnten jetzt auch Boost Bilder machen, aber nee. Jetzt sind wir schon in der Story drin, also. Bleh. Hi, na? Bleh. Der Angriff eigentlich auch mehr ab. Da auch ein Luft-Boden-Kombo. Ja, Luft-Kombo-Boost mit. Hey. Luft-Kombo-Boost mit Luftmeuchler zusammen, das ist schon heftig, glaube ich. Ah. Kann er das wagen? Auf.
Und tschüss. 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 Au. Geh weg. Was? Da ist doch noch einer. Da. Rette dich, Goofy. Halt den fest. Doch. Aber eigentlich brauche ich ja mehr Luftkombos, weil ich kämpfe dauernd in der Luft. So, ich springe so mehr die Gegner an und greife an, anstatt diesen einen Angriff hier auf die durch loszudüsen. Mann. Ta. Genau so. So, gut gemacht, Donald. So, bist wieder da. Hey, was hat denn? Nein, Donald. Sollen wir ihn ohne dich machen? So, dann komme ich doch locker jetzt, ne? Ah. Die Puzzles, die sollten wir auch mal nachgucken, ob wir alle schon vervollständigen können. Oder ein paar von denen. Ich glaube, hier muss ich aber in zwei Parts schneiden, weil sonst ist es mit Sicherheit nicht so kurz. Das ist jetzt Goofy mit diesem fetten Ding abgeworfen. Donnerkristalle, die brauche ich für irgendwas. Die kriegt man nur in Trons Welt, weil da diese gelben Viecher hier rumlaufen. Genau die. Den mit der Ausrüstung, die hier auftauchen. Wir denken jetzt, das glaube ich hier für Schutzengel und so. Schutzengel und Kraftbomben. Und von denen muss ich mir ein paar herstellen für die optionalen Bosse. Ja, geh weg. Weil mit Strategie geht es eigentlich auch ohne, aber es ist. Es kann eigentlich nicht schaden, wenn man mich hat. Ja, also. Buff. Situationskommando? Was? Hey. Ah, AP, Angriffskraft, sehr gut. War zu schnell. So, jetzt aber. Nein, ich komme immer nicht ran. Oh, jetzt kommen wieder die Viecher. Voll überhaupt nicht getriggert werden von meinen Sachen. So, ich werde das Ding doch wohl so irgendwie kriegen, oder? So, also, ne? Ne. Warte. Nicht so schnell. Ne, mehr krieg ich nicht. Ne, krieg ich nicht. Muss ich später wieder kommen. Na, wir sammeln erstmal alle Puzzleteile und dann tun wir zusammensetzen. Weil soweit nicht ein Lebenswichtiges kriegen wir, glaube ich, sowieso nicht von denen. Die wir halt so früh wie möglich haben sollten. Der Gegner ging ganz schön viel Erfahrungspunkte jetzt. Gib mir Donnerskristalle! Gib mir Donnerstagskristalle! Am Donnerstag, da kommt der Donner! Oh, hi! Jetzt habe ich ein Rezept drin. Oh, Vitamin. Da ist ein Rezept. Formel meine ich. Nicht Rezept. Ich koche mehr. Ah, neue Gegenstände. Aha, Kristalle, die brauche ich auch irgendwie. Eigentlich braucht man Kristall für so gut wie alles. Und die ganzen Sachen, die niemand hinterlassen. Oh Gott, geh weg. Aber das wird nicht. Nicht so schwer. Ich weiß sowieso nicht, wie ich das mache mit den Items farmen. Man kann nämlich erst versuchen, alles in sogenannten Charmeurring ja zu investieren. Wenn ich Charmeurring Glücksringe oder so, die Drop-Chance hier erhöhen. Also, weil ich könnte es mal haltet das schon raus. Ich könnte zum Beispiel alles darin investieren, diese Gegenstände herzustellen und dann erst andere Gegenstände zu farmen. Aber ich könnte direkt versuchen, die zu farmen, aber mit niedriger Wahrscheinlichkeit. Macht alles jetzt noch keinen Sinn, aber muss er auch nicht. Das war mal eine Truhe, okay. War ja nicht auch so ein Ding, ja.
Aha. Mein Edge-Teil. Ein Edgy-Teil. Ich glaube, ich werde dann irgendwie einen Schnitt machen, bevor wir die Transwelt hier betreten. Ich habe jetzt hier schon, weil ich voll viel Zeit verballert. Da können wir mal ein paar Puzzleteile hier zusammensetzen. Uff. Oh, ich stech dich von hinten ab. Oh. Letztens irgendwie so ein Clip von Family im Internet nochmal gesehen, wo Peter oder Peter in der Englischen halt Yogi-Bär von hinten ersticht. Weil ich finde, es völlig verstörende Szene. Wie er irgendwie seinen Mund so zuhält, so er irgendwie voll so am Winseln. Das ist voll verstörend. Weil jemand irgendwie, weil nicht Elmer von Looney Tunes hier irgendwie Bugs Bunny irgendwie hat genickt bricht, nachdem er ihn erschossen hat. Wie schafft es die Serie immer noch zu laufen? Auf solchen Sachen. Und ja, ich bin ja am Sterben. Und den Wagen. Hast du irgendwie, dass ich hier noch mit diesen... Oder ist es mehr Weihnachten? Oh Gott. Profi. Oder das Schlüsselschwert ist mehr so im Weihnachtsstil, nicht im Halloween-Stil. So, okay, gemischt eigentlich. Wir haben ja schon bald Halloween. Man feiert jetzt zwar keiner, aber trotzdem. Abwehrkraft und Maximum AP. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig hier, wenn ich also nur nach 15 Gegner erledige. Mein Weg zur Story, aber muss ich ja machen halt. Ich kann nicht einfach durchrennen, als wäre nichts. Schrecklich beim Boss kämpfen. Getroffen, verdammt. Wie die Geräusche so gut klingen von meinem Schwert. Okay, haben alles gut. Nee, hier sind wir nochmal. So. Gut. Dann schickt mich jetzt nicht direkt in Trons Welt oder so, ne? Und wir erstmal gucken. Und die schicken mich dahin. Ja, ja, ruhig Blut. Wir sind doch bloß. Schieß bloß nicht mit dem Schwert auf mich, ey. Wir können nicht mit Tron kommunizieren, wenn dieser Raum eingenommen wird. Habt ihr mit Sid gesprochen? Ja. Und das Löschprogramm ist so gut wie fertig. Hervorragend. Leon, warum gehst du nicht Sid zur Hand? Ich habe hier alles unter Kontrolle. Sicher, du ganz alleine. Tut mir leid, du machst das schon. Dieser Blick von Iris. Und ist sie denn jemals gestorben? Oh. Wie steht's zum Tron? Wir können ihn immer noch nicht erreichen. Vielleicht solltet ihr es mal versuchen. Nein, wir gehen in seine Welt und reden direkt mit ihm. Dann hätte ich da eine Bitte an euch. Wenn ihr Tron findet, sagt er ihm, er soll zum IO Tor kommen. Dort werden wir das MCP-Löschprogramm hochladen. Zum IO Tower geht klar. Danke und gebt auf euch acht. Ja, ich will erstmal ein bisschen puzzeln. Ja, hallo. Gute Balance aus Angriffskraft und hoher Magie gerade nötig. Die maximale Anzahl Schläge einer Bombenkombo um 1. Will ich das? Nein, der schickt mich direkt in die verdammte Welt rein. Täuschter User, unterwerft euch den MCP. We'll be there soon, Tron. Wir werden auch nicht eingeschickt. Manche Cutscenes verstehe ich irgendwie nicht. So, hallo. Oh, wir konnten noch nicht vorher dahin. Stimmt. Auch nämlich noch mal vernünftig hoch. Zack. Okay, gehen wir mal kurz rein, luxen und gucken. Dagegen aufhauen. Thron, ja, Thron, da wusste ich. Was noch nicht weiter drin ist. Holische Weihnachten. Kosmische Kette. Ja, her damit. Ja, klingt doch noch was ich gerne haben möchte. Ich möchte alles haben, was mir
Resistenz für alles hier gibt, zum Beispiel das oder Verteidigung halt. Ah, Feuer, Eis. Na, okay. Jetzt habe ich aber ein Verteidigung weniger. Ach, ihr beiden schafft das schon. Ja, ich habe zwei, kann ich damit mal anfangen? Nö, ne? Item Boost, ja, haha. Combo Boost kann ich jetzt. Warum aber nicht? Ja. Du auch nicht, okay. 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 Mondformel. Okay. 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 Dann lass mal ein bisschen puzzeln. Boah, ist das schon lange, das hier war. Boah, ich muss hier unbedingt mal alles wegmachen. Ich muss schon sagen, Puzzleteile, was? Ah ja. Ja, tut man nochmal puzzeln. Gute Frage, ne? Hier, irgendwo. Puzzle-Modus. Gucken wir mal. Ha, wir haben ja was. So. Machen wir das mal ganz schnell. Da kommt dahin. Da kommt es dahin. Das sind alles irgendwie offizielle Covers, glaube ich. Von dem Spiel. Muss dahin, da kommt hier hin. Dahin. Wart. So. Ha. Wir haben einen Freudenkristall bekommen, wo er geht. Ja, so heißen die, glaube ich, auch die ganzen Covers. Das können wir noch nicht. Das können wir noch nicht. Und das können wir wahrscheinlich auch noch nicht. Und das erst recht nicht. Ne, du. Gut, so viel dazu. Ich möchte die Party eigentlich beenden. Das ist ja nicht. Das ist hier übrig. Ich muss mal hier die ganzen neuen Sachen hier. Wir haben ja noch kein einziges Mal reingeschaut. Ey. Ja, machen wir jetzt aber nicht. So, will turn, aber warum war der nicht abgeschlossen? Gut, lass mal das. Karten. Dann müssen wir bald alle haben, ne? Schätze, lass mal Schätze gucken. Hallo, hallo. Ach so, ja, ich verstehe. Diese Einhöhle. Agaba fehlen zwei. Was? Meine Güte, was ist hier los? Alle bisher gefunden. An zum Richter müssen wir auch mal irgendwann. Okay. Hier mal alle Sachen. Okay, wir haben ja schon mal alle Mitglieder, die wir gesehen haben. Wir sind, glaube ich, nach Nummer sortiert, ne? 1, weil Sigbar ist 2. Hat man den seinen Namen überhaupt schon mal gehört? Ich glaube nicht. Aber er ist hier. Gut. Ich nicht noch mehr Zeit verschwenden. Obwohl, sind hier noch Gegner. Ich glaube, wir sind auch, oh, das ist noch ein Puzzleteil. Daneben. Ich glaube, wir sind kein Gegner. Du spuckst herzlos auf. Gib dir aufs Maul. Aufs Maul. Hier hätten sie auch irgendwie einen geilen Bosskampf hinmachen können. Irgendwie so ein geiler Ort, aber irgendwie passiert ja gar nichts. Was soll's, gut. Ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.